So, gut, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Gut, auch erstmal herzliches Dankeschön für die Einladung heute und dass ich da sein darf und euch was präsentieren darf. Ja, mein Name ist Silvia Korger, ich bin Physiotherapeutin. Ich habe mich dieses Jahr im März entschlossen, mich zum größten Teil selbstständig zu machen. Meine Praxis ist in Geisenfeld und arbeite zusätzlich noch in Mainburg in einer Praxis angestellt. Genau. Wir haben heute zwei Themen. Das Faszientraining und spezielle Dehntechniken, jetzt auch gerade in Bezug eben auf HSP. Fangen wir mal erstmal an mit dem Faszientraining. Ja, kurze Definition. Was ist eigentlich eine Faszie? Faszie bezeichnet die Weichteilkomponenten des Bindegewebes, die den ganzen Körper als ein umhüllendes und verbindendes Spannungsnetzwerk durchdringen. Hier gehören alle Kollagenen, faserigen Bindegewebe, insbesondere Gelenk, Organkapseln, Sehnenplatten, Muskelsepten, Bänder, Sehnen und die eigentlichen Faszien in Gestalt von Muskelbinden dazu. Später nochmal genauere oder besser verständliche Definition jetzt zu Faszie. Zwischen drei Schichten der Faszien. Es gibt einmal die oberflächliche Faszienschicht, die ist genau im Unterhautgewebe und zwar in allen Teilen unseres Körpers. Dann gibt es die tiefer liegenden Faszien. Das sind praktisch die Schichten und Stränge, welche Muskel, Knochen, Nerven und die Blutgefäße im Endeffekt umschließen und ummanteln. Und dann gibt es noch die noch etwas tiefer liegende Schicht, das ist die viszerale Faszienschicht. Die ist praktisch im Körper dafür zuständig, dass die Umgane praktisch befestigt werden und eingebettet sind. Und das sind dann auch wieder so Bindegewebsmembranen, die diese Organe eben umschließen und somit stabilisieren. Gut. Man hat ganz lange Zeit, bevor man da was untersucht hat, gedacht, dass einfach das weiße Geflecht, also die Faszien, unlebendiges Gewebe im Körper ist, also im Endeffekt nur ein reines Füllmaterial, was keinerlei Funktion hat und unlebendig ist. Genau, Forschungen haben jetzt gezeigt, dass die Faszien ein lebendiges Gewebe sind und auch ganz, ganz wichtige Funktionen für unseren Körper übernehmen. Kleiner Text dazu, sie bilden eine Brücke zwischen unseren Gefühlen und unserer Körperlichkeit. Also was man festhalten kann, ist da jetzt nochmal die genaue oder einfach verständlichere Definition, finde ich, für eine Faszie. Also sie bildet im Endeffekt die Hülle für Knochen, Muskel, Muskelfasern und ganz wichtig für die inneren Organe des Körpers. So, jetzt mal kleine Frage an euch. Welche Funktion haben denn eigentlich die Faszien? Dann, was glaubt ihr? Was machen die? Für was braucht man die eigentlich? Ein paar Ideen? Nein? Okay. Ganz, ganz wichtig, schützen, stützen und formen unseren Körper. Kommunikation zwischen der Muskulatur, Verbindung Muskel mit Skelett. Ganz wichtig, Kraftübertragung, dann Hilfe bei An- und Entspannen der Muskulatur,
Versorgung der Organe. Also die Arterien, Venen, Lymphe, die Nerven verlaufen in den Faszien. Und dann auch ganz wichtig, Körperwahrnehmung. Unsere Faszien bilden auch Teil des Immunsystems. Also sie beeinflussen somit auch unsere Stimmung und können diese wiedergeben. Und Regulation des Wärmehaushalts, auch ganz ein wichtiges Thema. Gut, ja, was kann jetzt mit den Faszien passieren, dass die überhaupt Schmerzen machen können? Gerade jetzt in Bezug auf die HSP. Also die Faszien, die können halt im Laufe der Erkrankung sich verändern. Genau, die Ursache hierfür ist die Degeneration von Nervenzellen, welche die natürliche Muskelfunktion beeinträchtigt. Und es kommt halt dann eben zu Bewegungseinschränkungen und zur Immobilität. Ich habe euch da jetzt mal ein Bild mitgebracht von einer beweglichen, jungen und trainierten Faszie, dass ihr euch das auch einfach bildlich mal so vorstellen könnt. Das ist das Fasziengeflecht, alles sehr geordnet, strukturiert. Genau, und die garantiert dem Besitzer natürlich viel Kraft, geschmeidige Beweglichkeit, gute Mobilität. So, jetzt haben wir hier ein Bild von einer verklebten, unbeweglichen Faszie. Was sagt er? Schaut schon ein bisschen anders aus. Etwas verwirrter das Ganze und da ist es einfach so, bei Erkrankung, wo jetzt einfach auch die HSP dazu zählt und mitunter im zunehmenden Alter ist es so, dass die Faszien dann mehr und mehr verfilzen und einfach die natürliche Beweglichkeit eben einschränken und behindern. Ja, durch was? Frage nochmal an euch. Kann denn das passieren, dass so eine Faszie wahnsinnig verklebt und verfilzt? Was glaubt ihr? Ja, wenig Bewegung. Genau, Immobilität. Was noch? Was ist nicht so gut für die Faszien? Ernährung ist auch ein großer Punkt, klar, schlechte Ernährung. Ja, also klar, Krankheit, um jetzt bei der HSP wären. Allgemein Immobilität, dann einfach im höheren Alter, was auch ab einem gewissen Alter natürlich ist, dass sich die Faszien dann auch verändern. Stress, dann bestimmte Belastungshaltungen, 8 Stunden lang schlechte Haltung im Büro, macht die Faszie nicht sehr geschmeidig. Einseitige Haltungen, einseitige Bewegungen, immer wieder das gleiche, monotone Bewegungen, Fehlhaltung, nochmal in Bezug auf lange Sitzen zum Beispiel, wenig Ausgleich. Verletzungen und haben wir nochmal eben einfach der allgemein so der Bewegungsmangel. Bitte? Frage. Sie schreiben, muss ich sagen, durch was kann das passieren? Krankheit HSP. Frage. Direkt durch die HSP? Beeinflusst das die HSP durch irgendeine Form der Genetik? Oder kommt das als Folgeerkrankung, weil wir uns durch die HSP eben viel zu wenig bewegen? Ja, also ich sehe das als Folge, ja, weil in der HSP, also man nicht die Möglichkeit hat, die Leitung nicht da ist, schlussendlich an der Endplatte da zu aktivieren. Somit hat der Muskel oder kann der Muskel nicht die gewisse Funktion ausüben. Somit habe ich dann eine Verklebung der Faszie als Folge. Ja, den Prozess kann man nicht nur aufhalten, sondern auch umkehren.
Eigentlich, das ist jetzt genau nochmal das Gleiche, was wir gerade schon gesagt haben, ist einfach wichtig jetzt bei der HSP, dass wir an der Faszie arbeiten, im Bereich Faszientraining, um die Beweglichkeit freier zu machen, aber natürlich kann ich nichts verändern an der Leitung, ja, die wird natürlich immer noch gestört sein, sondern ich kann schlussendlich die Faszie etwas bewegungsfreier machen und gebe damit dem Muskel vermehrt die Chance, arbeiten zu können und somit, dass der besser auftrainieren kann. Wie schauen die Faszien, Faszienbahnen, die Linien eigentlich aus? Haben wir hier mal ein Bild von der oberflächlichen Rückenlinie. Schauen wir mal, ob ich das hier auch kann. Ja, das sieht man, dass die Faszie im Endeffekt vom Hinterkopf durchgängig, ja, bis runter, bis zu der Unterseite vom Fuß durchgängig runterzieht. Also wir haben hier eine Komplettverbindung vom Fuß bis Kopf hin. Was wichtig ist fürs Faszientraining, was man wissen muss, die Faszien bilden keine eindeutig definierte Grenze, sondern sie gehen ineinander über. Das, was ich gerade auch gezeigt habe, dass die Faszien sehr durchgängiges System im Körper sind. So, jetzt möchte ich an der Stelle nochmal herzlichen Dank an Rainer Steinberger sagen, ja, dass wir kleine Sequenzen vom, von der Behandlung aufnehmen durften und dass ich hier ein paar Bilder zeigen darf. Dankeschön. Also die Tantiemen ging er dann an mich. Ja, also erstmal Faszientraining mittels Faszienrolle. Da sehen wir jetzt, wie der Rainer ordentlich an seiner Wadenfaszie, Wadenmuskulatur arbeitet. Ja. Klar benötigt da auch gut Kraft in den Stütz zu kommen, er hat da somit auch natürlich eine Kräftigung zugleich. Ist schmerzhaft, Rainer? Für mich nicht. Nein. Es ist tatsächlich so, am Anfang, wer das noch nie gemacht hat, das ist schon ein bisschen spannend, sage ich mal. Aber es ist eigentlich, die Faszienrolle ist wirklich so ein Wunderteil. Die geht ja für den Rücken, die geht für die Ober-, für die Unterschenkel, eigentlich für alles. Und man merkt in dem Moment, wo man es einmal, zweimal gemacht hat, tatsächlich wirklich nur einmal, zweimal drüber gerollt ist, es ist viel besser. Also das ist wirklich ein Wunderteil und ich nutze sie zu wenig. Also es gibt... Zeigen Sie mal ganz kurz mit der Maus mal hin, was die Rolle ist. Das hier ist die Rolle. Ich habe auch euch eine Rolle mitgebracht, dann könnt ihr euch die auch gerne nachher mal anschauen. Genau, ich stelle es da mal hin. Es gibt da verschiedene Methoden, wie man mit der Faszienrolle arbeiten kann. Also man kann schlussendlich im ganzen Verlauf der Faszie ausrollen. Man kann kleine punktuelle Verklebungen finden, die man mit kleinen schnellen Bewegungen quer längs bearbeitet oder eben auch sehr punktuell den Schmerzpunkt hält und somit eben diese Verklebung löst oder etwas weicher machen kann. Genau, hier auf dem Bild jetzt die Wade gesehen, dann sind wir so im Verlauf der Faszie ein bisschen weiter hoch, also Kniekehle, da sind wir jetzt an der Ischiochoralmuskulatur, also die Rückseite vom Oberschenkel, die für die Beugung im Knie, für die Streckung in der Hüfte verantwortlich ist. Ja, da ist er auch gerade am Ausrollen. Sind wir schon Gesäßbereich, auch sehr gut im Bereich Ischias-Problematik, ja, gut anzuwenden. Da sind wir jetzt in der Lendenwirbelsäule. Und dann geht es noch weiter Brustwirbelsäule hochwärts und da ist er jetzt in der Halswirbelsäule.
Nur, dass ihr seht, also dass wirklich so ganzheitlich einfach auch die Faszienbahn bearbeitet wird von Fuß bis Kopf hoch. Zum Faszientraining habt ihr Fragen? Wie häufig ist sowas sinnvoll? Also meine Erfahrung zeigt, wie häufig soll man das machen, das Faszientraining? Also ich habe es jetzt mit mehreren Patienten immer wieder mal getestet. Es ist so, jeden Tag ist wirklich zu viel, ja, weil man immer wieder eine gewisse Regeneration auch dann halt abwartet. Ich sage alle 2 bis 3 Tage in der Richtung. Aber schlussendlich muss jeder für sich auch ein bisschen ausprobieren. Viele sagen, jetzt habe ich das gemacht, am nächsten Tag merke ich es noch ordentlich und vielleicht noch zu viel, ja, dann warte ich dann lieber noch mal 1-2 Tage mehr, bevor ich dann wieder... Wie lange bei jeder Sitzung? Schluss... Sagen, alle 2-3 Tage oder 3-4 Tage, dann jeweils 10 Minuten, jeweils eine Viertelstunde, eine Stunde, 2 Stunden... Erfahrungsgemäß so, dass... Beispiel, wenn jetzt der Rainer die Wade ausrollt, dann nach gewissen Zeit, wir reden da von 2 bis 3 Minuten, oder denke ich, er dann deutlich merkt, dass die Schmerzsituation an gewissen Schmerzpunkten leichter wird. Und das finde ich ist dann so ein Punkt, wo man sagen sollte, okay, jetzt habe ich Trainingszustand irgendwo erreicht, dann gehe ich etwas weiter. Also, aber das ist auch wirklich... Was ich jetzt aus der Praxis so an Erfahrung sagen kann, von jedem Patient zum nächsten wieder unterschiedlich. Also man kann jetzt es gibt kein Rezept, wo ich sage, du machst jetzt alle 2 Tage das 10 Minuten und das ist Rezept oder so. Das gibt es glaube ich nicht, das muss man testen. Also ich kann als Proband dazu sagen, man hat, wenn man das anfängt zu machen, ganz klare Punkte, wo man sagt, da ist eine deutliche Verhärtung oder deutliche Verhärtungen drin. Und wenn man dann drüber rollt, dann ist die Verhärtung zwar nicht gleich sofort weg und wie weggezaubert, weil wir sind ja nicht bei Alice im Wunderland, aber man merkt einfach mit jedem Mal, wo man drüber rollt, es wird viel leichter, es wird wieder viel lockerer, das ganze Gewebe und geschmeidiger. Genau, und wie Silvia gesagt hat, man muss dann auch mal ab und zu auf so Punkte draufbleiben, man muss die Punkte auch suchen am Anfang. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da drüber rolle und dann habe ich 17 Punkte, sondern da denke ich mir, oh ja, da ist ja eigentlich gar nichts. Und dann bin ich langsam, gehe ich drüber und denke mir, Alter, was ist denn das? Und dann bleibe ich auf dem Punkt drauf. Und das ist so, und auch die Frage jetzt zu stellen, wie lang, ist schwierig, weil es kommt darauf an, je umfangreicher man das macht. Weil klar, wenn ich jetzt nur die Waden mache, dann bin ich ganz schnell fertig. Wenn ich aber sage, jetzt mache ich mal die Waden und dann mache ich nur die Oberschenkel und dann drehe ich mich ein bisschen auf die Innenseite, weil es wieder ein Unterschied ist, ob ich die Faszienrolle innen oder außen ansetze. Also, ich will jetzt da nicht reingrätschen, aber weil ich das ja mache, kann ich da einen Satz dazu sagen. Und insofern, ich sage, es ist ein Wunderteil, es ist super und man sollte... Vielleicht nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag damit arbeiten, wie ich finde. Also danke dafür und was einfach auch noch wirklich, wo man unterscheiden muss, die Faszien sind bei jedem Patient unterschiedlich fest, verklebt, verkürzt. Daher kann man das eben nicht pauschalisieren. Ja, bitte. Ja. Ob man das auch im Sitzen machen kann. Genau, also klar, es gibt auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel im Sitz die Faszienrolle auf einen Stuhl nach vorne drauflegt, auf einen Hocker oder so und da in der Richtung arbeitet. Aber auf alle Fälle eine gute Frage, weil oft ist natürlich auch, ich sage jetzt mal, die Mobilität so sehr eingeschränkt, dass man gar nicht mehr in diesen Handstütz eben kommen kann. Teils auch die Möglichkeit, das eben gegen die Wand zu machen, im Hinblick auf Lendenwirbelsäule, Gesäß, Oberschenkel, ist auch möglich. Da muss man so ein bisschen auch in Zusammenarbeit halt mit dem Therapeut schauen, wie man es umsetzen kann. Oder einen Ehemann einsetzen. Richtig, genau.
Ja. Eine Frage noch, gibt es da verschiedene Modelle? Also ich kenne die in komplett gerade zum Beispiel. Ja, es gibt verschiedene Modelle. Das hat auch, es gibt Unterschiede im Härtegrad, sage ich jetzt mal. Die Rolle, die ist jetzt mit einer Aussparung für die Dornfortsätze in der Wirbelsäule gedacht. Ist eine ganz angenehme Sache für den Rücken. Diese ganz Platten, wenn man da ein paar Mal über die Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule rollt, da kriegt man halt einen ordentlichen Druck auf die Dornfortsätze. Was nicht unbedingt angenehm ist. Das kommt jetzt drauf an, wie das der Patient verträgt. Der eine sagt, nö, ich mag das so nicht gerade und der andere feiert die wieder. Also da ist wirklich Unterschiede auch. Ja. Die Größe von der Rolle spielt eine Rolle? Also spielt die Größe eine Rolle? Ja, spielt schon auch eine Rolle. Im Bereich jetzt, wenn ich bestimmte Bereiche behandeln möchte, bei der Wade, klar, könnte ich jetzt eher eine kleinere Rolle nehmen. Lendenwirbelsäule würde ich ein bisschen größer nehmen, aber schlussendlich geht es immer um den Druck, den ich da eben ausübe oder halt um das Ausstreichen der Faszie. Auch da wieder ein bisschen wichtig, einfach, dass man es für sich ein bisschen austesten könnte. Bitte? An welche Stellen hat sie jetzt wohl die meiste Wirkung erzielt? Jetzt Oberschenkel oder mehr Rücken oder jetzt aus deiner Sicht, wo hat sie jetzt gefühlt, da bringt es mal am meisten? Also auch das ist natürlich wieder bei jedem unterschiedlich. Darf ich wiederholen die Frage? Wo ist praktisch am wirksamsten im Körper das zu machen? Also unterschiedlich auch von demjenigen, der betroffen ist. Weil natürlich auch die Symptomatik unterschiedlich ist, aber wenn du jetzt mich fragst, also bei mir ist eben Oberschenkel auch, ja, aber aber hauptsächlich an den Waden, weil die Wade ist bei mir das, was am meisten verkürzt ist und auch die Kniebeuger. Okay. Ja, also auch da lass, und das Knie. Genau, okay. Also auch lass es da drüber rollen, das bringt halt auch was, weil bei mir ist tatsächlich vor allem am rechten Bein der Kniebeuger nicht so ganz prickelnd, der bremst mir halt wahnsinnig. Also die Beweglichkeit von meinem linken Bein ist viel besser als von meinem rechten, was die Amplitude, die Schrittlänge betrifft. Und insofern ist da auch gut im Einsatz. Also es ist halt überwiegend die oberflächliche Rückenlinie oft auch betroffen. Wir reden jetzt von der Wade, von Kniekehle, Rückseite, Oberschenkel, wie erwähnt, ja, weil die wird verkürzt, die verklebt und da arbeiten wir überwiegend in dem Bereich. Da war noch eine Frage dahin. Ich habe zweimal die Woche Physiotherapie und bevor ich den Termin habe, bin ich schon da und bearbeite meine Oberschenkel und tue eigentlich nur so kneten und so streichen und streichen. Reicht das auch, wenn ich nicht diese Rolle dabei habe? Oder? Das machen Sie selber mit der Hand? Das mache ich selber, ja. Das hat auch natürlich, ja, also bevor sie in Behandlung ist, löst sie selbstständig das, ist auch eine sehr sinnvolle und sie empfinden sie auch als angenehme Methode, somit ist es klar, selbstverständlich auch möglich. Es gibt auch ganz simple Sache, Faszienbälle. Zum Beispiel, ja, das kann auch ein ganz normaler Tennisball sein, ich lasse mal da liegen, könnt ihr euch anschauen, mit dem man da auf spezielle Punkte eben gehen kann. Ja, also es muss jetzt nicht dringend eine Rolle sein. Aber ich darf da gerne noch zu dir was sagen, weil ich war bei der Silvia auch in der Fasziengruppe mit unterschiedlichen Damen und Herren, sage ich mal, die jetzt mit HSP gar nichts zu tun haben. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, ich brauche mehr Druck. Also ich brauche zum Beispiel, wenn ich das mache, wenn ich mit einem Bein da drüber gehe oder praktisch beide Beine parallel da drüber laufen lasse, das bewirkt bei mir gar nichts. Ich muss die Beine über Kreuz nehmen, damit ich das Gewicht von dem anderen Bein komplett auf das eine konzentriert habe. Sonst bewegt sich da nichts bei mir. Ein anderer Patient bringt alleinig den Druck vom Bein auf die Rolle und hat schon Schmerz ohne Ende. Daher wirklich diese unterschiedliche Empfindung auch. Genau, noch eine Frage zum Faszientraining oder zu den Faszien. Wie sollte man sich gerade eher stehend an rollen?
Ich würde vorschlagen, erstmal den Körper eben warm zu machen. Wie soll man sich vorbereiten, bevor man das Faszientraining macht? Also ich würde zuerst natürlich ein Aufwärmtraining machen. Das kann jetzt ein Ergometer sein, das kann zum Beispiel ein Crosstrainer sein. Einfach, dass die Muskeln auch schon gut durchblutet sind, dass das einfach aufgewärmt wird. Ja. Und ich würde nicht empfehlen, komplett auf die kalten Faszien oder auf die kalten Muskeln halt drauf zu gehen. Dann vorher dehnen, dann nein, keine Dehnungen, erstmal aufwärmen, ja, und dann kann man auch mit dem Faszientraining beginnen. Einfach dann doch gewisse Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist dann. Gut, dann machen wir weiter. Nächstes großes Thema sind mal Bezug Muskeldehnungen. Mal kleine Definition: Bewegung ist die Bewegung, die in die entgegengesetzte Richtung des Muskels durchgeführt wird. Diese verlängert die Muskelfasern. Im physiologischen Bereich tritt dabei keine Schädigung auf. Dehnungen werden in der Physiotherapie bei Muskelverkürzungen und Kontrakturen durchgeführt. Möchte ich euch ein paar unterschiedliche Dehnmethoden vorstellen. Dynamisches Stretching, Dehnung mit mehrfach wiederholten federnden Bewegungen. Rainer, magst du mal kurz rauskommen? Entschuldigung. Scheiße. Gehen wir mal daher. Geh mal her, wegen der Kamera bitte. Komm mal her zu mir, genau. Also, wenn man jetzt in Bezug mal auf die ischiochorale Muskulatur, die Rückseite, stütz dich mal und leg die Ferse auf den Stuhl. Ja, so also drauflegen, wie du es immer machst bei der Dehnung. Ja, so, geht. So, okay, bleiben wir gerade mit dem Oberkörper. Genau, gut. Haben wir jetzt eh schon ziemlich gut gewählt. So, dynamisches Dehnen wäre dann, wenn er in die Dehnung reingeht, dass er die spürt. Gehst praktisch mit geradem Oberkörper so weit nach vorne, wie es möglich ist, bis du das spürst. Und dann federst du immer wieder etwas nach vorne in die Bewegung, gehst wieder zurück. Also er geht etwas aus der Bewegung zurück und wieder vor. Das ist ein bisschen instabile Sache, genau. Aber ihr wisst, was ich meine. Also einfach eine dynamische Bewegung in die Dehnung rein, wieder raus über eine federnde Bewegung. Dankeschön. Ja, passt, bist entlassen. Statisches Stretching wäre jetzt, wenn ihr schlussendlich diese Dehnposition für die Rückseite vom Oberschenkel, von der ischiochoralen Muskulatur einstellt und in der Dehnung bleibt. Dann gibt es noch die PNF-Methode, neuromuskuläre Fazilitation. Das sind Bewegungen, spezielle Bewegungen, die mit dem Therapeuten durchgeführt werden, wo es über Bewegungswege, Bewegungsbahnen auch in die Dehnung geht. Dann haben wir die AC-Stretching-Methode. Da wird der Antagonist bei der Dehnung angespannt. Müsst ihr euch so vorstellen, ich möchte jetzt den Bizeps, nehmen wir einen leichten Muskel, den sich jeder vorstellen kann, den Bizeps dehnen. So, da müsste ich vor der Dehnung erstmal den Antagonisten, also den Gegenspieler, arbeiten lassen. Das wäre in diesem Fall der Trizeps, der die Streckung macht. Ich lasse praktisch den Trizeps in die Streckung arbeiten. Für eine gewisse Zeit halte ich diese Kraft, lasse dann locker und versuche dann in die Dehnung vom Bizeps zu gehen. Nur mal einfach jetzt gesprochen, dass ihr euch das vorstellen könnt. Dann gibt es noch die CR-Stretching-Methode. Das ist, ich lasse den Zielmuskel vor der Dehnung maximal anspannen und gehe dann in die Dehnung. Bizeps wieder, weil es vereinfacht ist. Ich lasse den arbeiten, gebe einen Widerstand für die Beugung, ja, lass dann locker und geht somit in die Dehnung nach der Anspannung.
so ein bisschen komplizierter jetzt nochmal eine Mischmethode aus CR und AC. Zuerst wird der Zielmuskel angespannt, sprich zuerst den Bizeps. Dann lasse ich den Antagonisten, den Gegenspieler, maximal anspannen. Und nach der Spannung gehe ich dann in die Dehnung des gewünschten Muskels, also in dem Fall eben vom Muskel, vom Bizeps. Hat zu den Dehnmethoden jemand eine Frage oder vielleicht auch Erfahrungen in der Physio, mit eurer Physio, mit eurem Physiotherapeut, Therapeutin? Bitte schön. Also bei mir ist es so, dass ich bei dem Dynamischen sehr stark gegenreagiere und dann zu stark dagegen ziehe, sodass ich dann gar nicht in eine richtige Dehnung reinkomme. Während ich beim Statischen 20 Sekunden, 30 Sekunden bis zu einer Minute in der Dehnung fahre, erst dann locker lassen kann und dann aufmachen kann und dann weiter in die Dehnung kommen als mit allen anderen Methoden. Ja, also hat gesagt, dass die statische Dehnung schlussendlich erfolgreicher ist als die dynamische. Gell? Und also ich kann es jetzt aus der Praxis auch so unterstreichen, dass die statischen Dehnungen, die über einen längeren Zeitraum eingehalten werden, durchaus sinnvoller sind als dieses Reinwippen, ja, in die Dehnung, hat den Sinn, wenn wir, nur ein Beispiel, wir dehnen den Wadenmuskel im Stand, dann dauert es erstmal eine gewisse Zeit, bis überhaupt die Dehnung spürbar ankommt. Also, und da reden wir jetzt wirklich in Bezug auf HSP, weil das für den ersten Moment gar nicht spürbar ist und ich dem Muskel erstmal oder den Faszien erstmal die Zeit geben muss, diese Dehnung dann eben zu spüren. Wie ist es bei dir, Rainer, ist so? Kannst du das vielleicht ein bisschen aus der Praxis, ja, also auch das, erläutern? Was du jetzt sagst, wenn ich das mache, dann sage ich mir frei eigentlich, bis ich da mal wirklich was spüre, Minute oder mehr. Ja, damit ich merke, dass der Muskel überhaupt nachgibt. Also der ist am Anfang ja relativ hart, trotz dieser Ulzipat-Geschichte. Aber damit ich einfach merke, okay, jetzt geht nur ein bisschen was, ja, muss ich halt erstmal, ich sag mal, eine Minute, oder? Also 1 bis 2 Minuten, ja. Was wir jetzt so festgestellt haben, was wirklich sinnvoll ist, diese Dehnposition zu halten. Ja. Ja, dass überhaupt irgendwas ankommt. An der Zielfaszie oder am Muskel. Ja. Genau, und auch jetzt bei der Übung, die wir da gerade gemacht haben, ist auch so, dass man tatsächlich eine Zeit lang einfach in dieser Dehnung bleiben muss, damit man merkt, okay, jetzt komme ich ganz häppchenweise nur ein Stück weiter vor oder ein Stück weiter runter. Genau, man kann dann wirklich nach halber Minute bis Minute, wenn man merkt, jetzt hat es ein bisschen nachgelassen, noch etwas nacheinstellen, bleibt dann wieder in der Position und gehe dann immer wieder so Stückchen für Stückchen weiter. Danke. Bitte. Was halten Sie denn von Kiesertraining? Was ich von Kiesertraining halte, ich meine, schlussendlich ist ja das, ich bin jetzt nicht genau informiert, aber eigentlich eine sehr sanfte Kräftigungsmethode. Ja. Ja, die auch sehr schlussendlich auf Kraftausdauer zielt, würde ich sagen. Daher ja, auf alle Fälle. Schon gut. Ja. Gute Möglichkeit zu kräftigen. Bitte? Ja, also Frage, Entschuldigung? Ja, also Frage, ob Nachtlagerungsschienen jetzt zum Beispiel in Bezug auf die, das Sprunggelenk sinnvoll ist, ja. Ich habe nicht zu viel Erfahrungen mit Lagerungsschienen, ich denke natürlich schon, dass dann durch diese Lagerung an der Faszie auch gearbeitet wird, dass halt schlussendlich die
Beweglichkeit da erhalten bleibt. Ich könnte mir aber auch eben gut vorstellen, dass es eben durch ein gutes Faszientraining und durch den Methoden halt zu ersetzen ist, ja, dass man jetzt nicht durchgehend angewiesen ist auf diese Lagerungsschiene. Hat von euch jemand Erfahrung mit Lagerungsschienen? Ja. Wir haben uns bei unserer Tochter von 1,5 Jahren bis 14 Jahren haben wir das durchgezogen mit Dämpfersystemen auf der Seite dort, wo es dann noch weiter gedehnt hat, weil wir mit unseren Lieferanten dann immer noch nicht zufrieden waren. Und ja, sie hat es durchgezogen, aber sie hat es jetzt mit 15 Jahren nicht mehr gemacht, weil der Brenner dann wieder über Nacht bleibt, dann kommt es nicht so gut an. Das Nachlagemaschinen, nachdem wir das Wachstum dann abgeschlossen. Und es wurde dann eine Operation, die klassische Sehnenverlängerung rauszubringen, und das haben wir auch dann geschafft. Und ja, jetzt ist erwachsen, jetzt lehnt er sich selbst eigentlich auf dem Gewicht und macht auch Workouts. Das ist ein Workout. Ja, das ist jetzt auch so meine Meinung, dass man es schlussendlich ersetzen kann mit einem guten Training, ja. In welcher Form auch immer. So, dann noch Punkt, wir unterscheiden die Dehnungen zwischen aktiv und passiven Dehnungen. Ja, aktiv sind Dehnungen, die der Patient selbst einstellt, und dann eben auch die passive Dehnungen, die der Therapeut dann schlussendlich einstellt. Genau, da haben wir auch wieder ein kleines Beispiel, ein bisschen an Einblickbilder und dann auch später noch ein Video vom Rainer, dass er jetzt am Arbeiten Dehnung für die Wade, Rückseite, genau, vom Unterschenkel, wie wir vorher auch besprochen haben, dass er natürlich da wirklich 1 bis 2 Minuten da ordentlich am Arbeiten ist, bis dann die Faszienmuskel dann auch wirklich Bewegung hergibt und es auch schlussendlich mobiler und besser beweglicher ist. Da ist eine Frage, da will ich erfahren, wenn ich 2 Minuten in der Dehnung bin und dann aus der Dehnung wieder rauskomme, dann fühlt sich ja das Ganze wieder mit frischem Blut, es wird warm, Sauerstoff kommt in den Muskel rein, dann geht die Dehnung das zweite Mal um einiges besser und weiter. Ja, ist auch so. Wiederholen. Er hat gesagt, wenn er das erste Mal die Dehnung eingestellt hat und ein zweites Mal das Ganze wiederholt, geht die Beweglichkeit, die Mobilität gleich etwas besser. Ja, ist auch nicht auszuschließen. Wie gesagt, es gibt kein Rezept dafür, das muss jeder selbst auch etwas testen, wie man gut drauf reagiert. Stelle ich die Dehnungen 2-mal ein, mache eine kurze Pause, gehe nochmal rein, ja. Also das ist wirklich ein bisschen eine Testphase, wo man auch aber wirklich in Zusammenarbeit mit dem Therapeuten machen sollte. Bitte? Wie ist es von der Reihenfolge her besser? Also erst ihr macht ja wahrscheinlich beides, Faszientraining und Dehnung. Mhm. Ja, also wie ist von der Reihenfolge her? Ja. Ja, wie ist von der Reihenfolge her sinnvoll? Wir haben schon mehreres durchprobiert, ja? Was wie wir zuerst machen. Ich muss sagen, wir arbeiten immer sehr im Wechsel jetzt. Einmal Punkt Dehnungen, das was ihr jetzt hier seht. Passiv mache ich natürlich immer mit. Aktiv lasse auch ein Rainer dann arbeiten. Ja? Und wir wechseln aber. Also wir haben einen Tag mal ein Faszientraining mit der Rolle, am nächsten Tag haben wir wieder die Dehnungen. Also das mache ich immer so ein bisschen im Wechsel. Ja. Entweder oder. Ja, und dann einfach ein Aufwärmprogramm, entweder sei es an der Treppe, ja, wo wir Übungen machen, das ist immer dabei. Da halt dann auch Kräftigung, die beinhalten, also die Behandlung, die sind immer in der Behandlung mit dabei. Ja. Haben wir gerade vorgezeigt, genau, Rückseite, Oberschenkelbereich, ischiokorale Muskulatur. Genau, da hat er nochmal ein bisschen eine Verstärkung mit dem Oberkörper rein, versucht dann auch nach vorne zu kommen, hält es dann auch statisch.
Gut, dann sind wir auf der Matte angekommen, hier für die Außenrotation in der Hüfte. Da haben wir jetzt den Gesäßmuskel, den er da dehnt. Also gerade jetzt hier für Ischias-Geschichten, Piriformis-Syndrom, wenn vielleicht ein Begriff ist, ja, das ist auch eine sehr sinnvolle Dehnung, um eine gute Mobilität auch reinzubekommen. Hier hat er, das mal hier so zeigen, den Hüftbeuger auf Dehnung. Er stützt jetzt mit dem linken Fuß und macht den Bereich zwischen Bauch, also der Hüftbeuger setzt in Innenseite Lendenwirbelsäule an und zieht über das Hüftgelenk drüber, macht diesen Bereich dann lang. Das ist auch das, was man ganz oft auch sehen kann, dass man hier in der Hüfte abgewinkelt ist. Das liegt daran, dass der Hüftbeuger zu kurz ist und man über die Dehnung wirklich versucht, den Hüftbeuger wieder zu mobilisieren und dem auch Länge zu geben, auch den Faszien, ja, die da drumherum sind. Also ganz effektive und wichtige Dehnung auch bei HSP. Da haben wir die Vorderseite vom Oberschenkel, Quadrizeps, ja. Darf er auch selbst arbeiten, Ferse Richtung Gesäß hochziehen. Hat auch oft ordentliche Dehnung drauf, oder? Ja. Hat er jetzt hier nochmal im Stand zu sehen, weil er da auch eine gute Anspannung wirklich, dass er ein bisschen Bauchspannung bekommt. Ja, Oberschenkel, Vorderseite wird da nochmal gut gedehnt. Kurze Adduktoren, sprich Innenseite, Oberschenkel, also die Hüfte praktisch, die das Bein ranziehen, ja, die Muskulatur. Häufig bei HSP auch zu sehen, dass die sehr eine deutliche Verkürzung haben. Ihr spürt oft, dass die Knie aneinander gehen, ja, im Gang auch. Und mitunter auch hier ganz wichtige Dehnung. Die kurzen Adduktoren, lange, die übers Knie ziehen, ja, auch eine gut anstrengende Sache, erfordert Kraft. Ja, überhaupt schon alleine diese Dehnung einstellen zu können. Also das ist eigentlich die schwierigste Übung von allen, weil man, also mir zumindest häufig gar nicht gelingt, irgendwas zu spüren, wo ist denn überhaupt jetzt eine Dehnung. Ja, also das ist wirklich, bis ich die Einstellung habe, brauche ich 2 Minuten, bestimmt. Bis ich weiß, wie kriege ich da jetzt überhaupt eine Dehnung her. Ja, also da kann man wirklich an so einer Dehnung arbeitet man bis zu 5 Minuten, bis man erstmal eigentlich diese Dehnung auslösen kann, bis die Faszien, bis die Muskel überhaupt mal ein bisschen den Weg hergeben. Und dann muss er auch noch statisch da wirklich dranbleiben und reingehen in die Dehnung. Ja, da haben wir jetzt einen Oberkörper noch mit eingeschlossen, einfach Rumpfmuskulatur, das hat einfach auch die Mobilität vom Rumpf, von der Wirbelsäule verbessert wird. Gut, und dann kommen wir schon zum Video. Wir haben jetzt, ihr seht jetzt 2 Videos. Das erste Video ist eine Aufnahme, also ein Gang praktisch vor den Dehnungen, ja. Da haben wir noch nichts gemacht, da ist er praktisch komplett keult erstmal. Und im zweiten Video haben wir dann schon mit passiven Dehnungen, also sprich über einen Therapeuten gearbeitet und mitunter auch aktive Dehnungen durchgeführt. Schauen wir mal, ob ich das da jetzt hinkriege. Geht los? Ja. Gut. Das sieht man ja, holt wirklich viel Hilfe aus dem Oberkörper raus, ist auch vom Fuß her, setzt ziemlich platt auf, es hat schon Abrollvorgang, aber wenig, also er hat sehr plattes Aufsetzen, die Knie gehen recht nah aneinander, kurze Schrittlänge. Geht weiter.
kurze Schrittlänge und macht wirklich viel Hilfsbewegungen aus dem Körper raus, um überhaupt den Schritt praktisch nach vorne zu bekommen. Genau, ist dadurch natürlich auch nicht recht flott unterwegs und einfach eingeschränkt auch in der Mobilität. Genau, hilft viel aus der Hüfte auch raus, also mit Kraft, dass der Schritt da nach vorne geht. Gut, dann haben wir eben die Dehnungen gemacht, haben dann eine gute Dreiviertelstunde oder Stunde dran gearbeitet. Start. Gut, ein bisschen geschultes Auge ist klar, aber die Schrittlänge, denke ich, sieht man, dass schon etwas deutlich größer ist. Knie auch nicht mehr so weit aneinander sind, ja. Ich denke, er ist schneller unterwegs, oder? Sieht man. Und ja, schlussendlich die Bewegungsamplitude von den Schritten auch ist weiter größer. Den Abrollvorgang sieht man also da jetzt wirklich deutlicher. Er kommt zuerst mit der Ferse auf, hat auch einen besseren Abrollvorgang als jetzt vorher. War im ersten Video immer sehr plattes Aufsetzen. Und ich denke auch, Rainer, was sagst du vom Gefühl her dann doch? Also es ist so, man hat das Gefühl, man ist halt voll geschmeidiger in die Bewegungen, auch wenn das jetzt für einen Normalgesunden nicht sonderlich geschmeidig ausschaut, das ist mir schon klar. Aber für mein Körpergefühl ist so, es ist voll geschmeidiger, es sind die Muskeln einfach viel lockerer, man hat auch tatsächlich eine größere Schrittlänge. Das führt dazu, dass man natürlich erst schneller vorwärts kommt und dass diese Hüftbewegung, auch wenn man die natürlich jetzt immer noch sieht, aber dass die gefühlt zumindest deutlich zurückgeht und dass man einfach eine gefühlte größere Beweglichkeit hat in den unteren Extremitäten und natürlich auch durch die Übungen lernt man dann auch einfach sein Rumpf ein bisschen stabiler zum Halten und nicht dauernd hier so diese ständigen Über- und Rüberbewegungen zu machen, um vorwärts zu kommen. Also das ist jetzt meine subjektive Betrachtungsweise. Ich denke, dass da die Zentrierung einfach auch der Körpermitte dann gefühlsmäßig besser ist. Ja. Gerade jetzt bei der Hedwig auch sogar vom Gefühl her, dass dich das immer nach hinten zieht, weil die Verkürzungen von der Oberflächenrückenlinie von der Faszie wirklich fest und dann hat sie auch immer die Tendenz eher nach hinten oder nach vorne zu fallen und nach den Dehnungen ist es dann doch etwas zentrierter in der Mitte, da wo es hingehört und ich denke auch da jetzt zu sehen, dass einfach das etwas flüssiger, etwas runder eben ausschaut. Und wenn ich das noch schnell sagen darf, was für mich ja ganz wichtig ist, ich stehe ja ganz häufig vor Menschen und mache irgendwelche Vorträge und das ist jetzt für mich schon ein Thema, wo ich also eine deutlich größere Stabilität in Summe habe. Also vor meiner OP war es halt schon immer schwierig, irgendwo nur frei so zu stehen. Und nachdem ich ja mit Gestik und Mimik viel arbeite, brauche ich natürlich schon eine gewisse Stabilität. Was nach wie vor immer noch ein bisschen schwierig ist, ist klar, wenn man dann auf der Bühne oder egal irgendwo von A nach B geht, hat man durch diese Muskelverkürzung einfach schon nach wie vor so seine Probleme, ganz klar, bis man wieder in Gang kommt. Aber trotzdem war es für mich auf jeden Fall lohnenswert, erstens die OP und dann natürlich auch die begleitende Physiotherapie, damit ich einfach einen deutlich besseren Stand habe, nicht immer durch diesen Spitzfußlauf, diese Vorneigung, die ist definitiv weg und insofern, also die Meinungen gingen natürlich bezüglich der OP auseinander, das weiß ich, aber ich für mich kann es empfehlen, weil alleine nur dadurch, dass ich halt wieder komplett frei stehen kann und da ein bisschen umeinander gestikulieren kann, hat es auf alle Fälle schon gelohnt und für mich war es ein Gewinn. Und ich kann nur empfehlen, auch diese Dehnungstechniken und Faszienübungen, auch wenn man vielleicht jetzt als normal gesunder Mensch sagt, naja, so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht, aber in meiner subjektiven Betrachtungsweise ist er groß und an dem kann man arbeiten, weil ich, darfst du gleich Bernd, ich bin gleich fertig,
weil ich sage, ich weiß ja auch, warum es jetzt nicht besser ist, als es sein könnte, weil ich einfach zu wenig mache. Also ja, wir können die Neurologie nicht verändern, das muss uns alle klar sein, aber wir können quasi an den Rezeptoren, also an dem empfangenden Muskel, können wir natürlich mit weniger Input einen größeren Output schaffen. Und das ist so eigentlich das, was ich als wichtigstes Ergebnis sehe. Ja, danke. Ich wollte nur wissen, welche OP du meinst, Zähnenverlängerung operativ? Nein, die Ulcibat-Methode habe ich einmal lassen, eben die Faszien. Ja, stehen da noch Fragen in Richtung Dehnungstechniken von euch? Gut, dann möchte ich mich jetzt da an der Stelle nochmal bedanken, Rainer, für die Bilder und für die Videos, dass wir das sehen durften. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.